Hi Leute, herzlich willkommen hier. Ja, es ist Sonntag, 12:30. Ja, ich bin gerade, ja, was wollte ich euch sagen? Ja, ich war im Zimmer von meinem Sohn, hab dort den PC mal wieder ausgemacht, weil der hat mal wieder Updates gebraucht. Die sind jetzt alle durchgerödelt wieder. Dauert immer ein bisschen länger bei dem. Er hat eigentlich da auch Fortnite drauf. Ich habe da mal versucht zu zocken, aber nein, der ist zu schwach, der Rechner. So zum Arbeiten, so ein bisschen Surfen, so ein bisschen paar Kinderspiele für ihn reicht völlig aus. Ist wunderbar, genauso für meine Tochter habe ich das auch im Moment. Ja, Leute, das Problem ist, was ich dort habe bei meiner Tochter, ich kriege es nicht auf den Fernseher drauf, obwohl der HDMI-Eingang nur hat. Nur der PC hat nun mal leider noch den alten VGA-Anschluss. Ich habe aber schon Adapter. Da seht ihr diesen Adapter. Den habe ich auch angeschlossen, am USB angeschlossen, so wie ich sollte. Aber ich kriege auf den Fernseher einfach kein Bild. Es bleibt schwarz. Ihr wisst, was ich da noch zu vielleicht brauche. Vielleicht fehlt mir irgendein, ja, wie soll ich sagen, vielleicht irgendein Teil oder Adapter oder was weiß ich. Also ich habe auch einen anderen Adapter hier, habe ich es mit versucht. Es hat einfach nicht funktioniert, dass ich das Bild da drauf kriege. Es hat schon ein bisschen Bild angezeigt, aber es war kein vernünftiges Bild. Da konnte ich auch nichts steuern und geschweige was vernünftig sehen. Mir kommt es so vor, als müsste ich die Auflösung erstmal runterstellen von dem PC. Gut, dann werde ich den woanders anklemmen. Aber ihr könnt mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ich da für einen richtigen Adapter brauche, von VGA zu HDMI, was aber auch funktioniert. Weil ich habe so viel schon recherchiert, Amazon, Google und was weiß der Geier. Vielleicht hat einer eine Idee, wie ich das zum Laufen kriege. Es wäre mega schön für meine Tochter, dann hat sie endlich ein Spiel-PC, wo sie mal dran spielen kann. Natürlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr, nein, das möchte ich gar nicht. Wenn sie da mal so eine Stunde dran spielt oder vielleicht eine halbe Stunde oder nur ein bisschen, ne, ab und zu vielleicht mal ein bisschen Maxdome damit gucken kann, das reicht mir völlig aus. Aber wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ich da machen kann, dass das funktioniert. Weil ständig irgendwas kaufen dazu möchte ich auch nicht. Dann kaufe ich irgendwann halt einen neuen Fernseher. Aber bei meinem PC läuft es ja auch. Über VGA, über Adapter und habe auch meine Bilder. Ne? Weil der eine Monitor da zum Beispiel, der oben steht, das ist nur VGA. Und da habe ich auch einen Adapter dran, so dass es mit HDMI ist. Also Leute, bitte fragt mich mal, warum es bei dem Fernseher da nicht geht. Was muss ich da? Vielleicht habe ich auch was Falsches gekauft. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, der sich schon ein bisschen mit Technik auskennt, aber nicht zu gut auskennt. Ja gut, ich bin, sage ich mal, manchmal auch ein bisschen, was Technik ist, noch ein bisschen zurück. Ich muss mich da auch mal wieder neu reinlesen. Das ist mir alles bewusst. Ich habe mir auch schon einen Gaming-PC ausgesucht. Weiß aber noch nicht, ob das der beste ist. Ich will aber auch nicht so viel Geld ausgeben. Ich denke mal, für mich wird er reichen. Für Fortnite wird er reichen. Und was jetzt mein Streaming-PC ist, der bleibt auch mein Streaming-PC. Es bleibt meine Verzögerung, die ich da drin habe, die bleibt auch so drin. Weil ich möchte es eigentlich gar nicht anders. Weil ich muss sagen, so funktionieren die Livestreams eigentlich ganz gut. Naja gut, ich kann vielleicht das eine oder andere noch verbessern, aber da könnt nur ihr mir zuhelfen. Also Leute, wenn ihr den Rat wegen meiner Tochter da was wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich mega drüber freuen. Und mein Kind gibt auch endlich mal Ruhe und sagt, ja, Papa, jetzt kann ich an diesem PC ein bisschen spielen wenigstens, hab ein bisschen was zum Daddeln, hab aber auch meine anderes Spielzeug noch, wo ich sowieso, wo sie damit daddelt und spielt, weil ich muss sagen, sie ist gar nicht so technikfixiert, ist sie eigentlich gar nicht, wie ihr Vater. Ja, gut, ich muss sagen, sie fängt schon ganz gut an, was YouTube-Videos ist. Sie hat ja so ein Test-Handy, aber damit kann sie es Gott sei Dank nicht in YouTube schicken, macht sie auch nicht, weil sie weiß Gott sei Dank nicht, wie das geht. Sonst hätte ich Probleme mit meinem Kanal, weil jedes Handy, was hier ist, ist auch mit meinem Kanal verbunden. Ja, und sie nutzt natürlich eins meiner Handys. Na, aber auch nur, sie fragt auch. Das ist das Gute und ich habe ein Auge drauf. Na Leute, also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich das Kind einfach machen lasse. Nein, Leute, ich achte, was das Kind macht. Na, also Leute, es wäre mega nett, wenn ihr mir einen Rat gibt, dass ich für sie da, sage ich mal, eine Art auch für die Schule einen PC habe, dass sie da ihre Sachen machen kann und wäre nett, wenn ihr mir da helfen würdet. Also schreibt es in die Kommentare. Ich gucke mir die Sachen an und wenn das wirklich dann so funktioniert, wäre ich euch mega, mega dankbar. Natürlich hole ich mir auch schon Rat von anderen Leuten, die ich so kenne,
die hier auch in der Nähe sind und die bei mir in der Nähe auch wohnen. Und wäre aber nett, wenn ihr mir auch den Rat geben würdet. Wir sehen uns dann bei wieder ab Montag quer durch Deutschland. Ach so, und wenn ihr Videoideen habt, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Oder kommt in Discord und schreibt dort es in dem Video-Channel Videoideen. Wäre echt mega nice von euch. Also Leute, ihr könnt mich nur unterstützen, dass mein Kanal wächst. Ich schaffe das nicht alleine. Es wäre echt mega dankbar von euch, wenn ihr mir ein bisschen mithelfen würdet, mich mit unterstützt und wir was aufbauen können. Und ohne euch würde ich das gar nicht schaffen oder würde da stehen, wo ich jetzt stehe. Also Leute, unterstützt mich, wäre mega nett. Meine Kinder würden es auch freuen. Mich würde es freuen. Und ich könnte auch mal, sagen wir mal so, wie jeder Mensch möchte, vernünftig leben. Ich danke euch, macht's gut und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst bitte ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dann, wir sehen uns. Euer BCDE Jekko 1982.